Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz bzw. zum Pressestatement der SG Dynamo Dresden. Der Anlass ist das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 in Gelsenkirchen und die damit verbundene Aufarbeitung aus organisatorischer Sicht. Es war das erste Mal seit 20 Monaten, dass auswärts mehr als 1000 Dynamo-Fans wieder mit dabei waren. Und über die Abläufe und das Fazit möchte unsere Geschäftsführung und ich begrüße Jürgen Wehland als Geschäftsführer informieren. Jürgen, ich würde dir zunächst den Ball rüberspielen. Wie fällt dein Fazit aus? Wie ist deine Einschätzung jetzt 3 Tage nach dem Spiel? Ja, vielen Dank, Ronny. Auch von meiner Seite auch herzlich willkommen hier nochmal AOK Plus Walter Fritsch Akademie. Schön, dass Sie es geschafft haben, außerhalb der Pokalvorbereitung bei diesem uns sehr wichtigen Thema einmal hier mit vor Ort zu sein. Möchte, bevor ich mit der Einordnung so ein bisschen beginne, und das ist der eigentliche Grund, warum wir heute hier sitzen, dass wir doch nochmal zurückblicken eben halt auf den Spieltag. Möchte ich einmal den aktuellen Stand, war gerade nochmal telefonieren eben, bezüglich der beiden verletzten Personen ein bisschen aktualisieren. Bezüglich der Beamtin haben wir leider noch keine neuen Erkenntnisse, wie es ihr geht, die im Rahmen einer Kontrolle wohl verletzt wurde. Da bleiben wir dran. Da werden wir versuchen, auch weiterhin Informationen zu bekommen, insbesondere auch, um halt im Zweifelsfall über die Dienststelle oder eben auch persönlich Kontakt aufzunehmen und zu hören, wie es ihr geht, uns auch für das, was passiert ist, auch wenn es vielleicht nicht im direkten Kontext steht, uns zu entschuldigen. Und der Ordner, der im Gästebereich verletzt wurde, auch da haben wir uns intensiv um den Kontakt bemüht. Darf mich an der Stelle auch bedanken bei Volker Förderer, dem Sicherheitsbeauftragten von Schalke 04, der uns da auch unterstützt hat. Ihm geht es den Umständen entsprechend. Er ist aus dem Krankenhaus, soweit wir wissen, entlassen. Und auch hier sind wir im Kontakt und werden uns auch entsprechend für das, was da passiert ist, entschuldigen, sind dabei, von der Mannschaft auch ein Trikot nochmal unterschreiben zu lassen, was wir ihm dann zukommen lassen, und werden sicherlich da auch den Kontakt halten. Das vielleicht so zur aktuellen Situation im Nachgang. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch von Herzen bedanken, einmal bei allen, die an diesem Spieltag mitgewirkt haben. Und da gibt es immer ganz, ganz viele Akteure, die im Mittelpunkt stehen, selten aber dann die positiv genannt werden, aber überaus positiv zu nennen sind. Und es sind nämlich die Fans, die von Dynamo Dresden, hier von Dresden aus, den weiten Weg auf sich genommen haben, um diesen Motto-Spieltag, diesen Aktionstag, dieses Spiel der Spiele in dieser Saison, wie ich es oftmals im Vorfeld gehört habe, den weiten Weg auf sich zu nehmen, und dann genau das zu tun, was auch im Vorfeld der Geist dieses Spieltages war, nämlich friedlich und pünktlich im Stadion anzukommen und dann die Mannschaft leidenschaftlich und lautstark zu unterstützen, so wie sie es gemacht haben. Wort geben, Wort halten, ich halte denen immer viel für von. Und deswegen ist es so wichtig, das heute auch mal hier ganz, ganz lobend zu erwähnen, was an diesem Spieltag passiert ist. Das ist uns sehr wichtig als SGD und eben auch die andere Seite, einmal ausdrücklich zu würdigen, was an diesem Spieltag passiert ist. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gab die eine oder andere Situation, die wir im Vorfeld des Spieltages wahrgenommen haben, dass es auf Schalker Seite eine gewisse, wie soll ich sagen, Nervosität gab. Das können wir super nachvollziehen, weil das war der erste große Spieltag mit so vielen Zuschauern, über 50.000 Zuschauer, die erwartet wurden, dass dort man natürlich versucht, alles richtig zu machen, können wir ebenso nachvollziehen. Und wir waren im engen Austausch, nicht nur mit Schalke 04, ich möchte mich da auch nochmal bedanken bei Christina Rühlhamers und Peter Knebel, den ich gestern noch bei der DFL getroffen habe, wir auch noch mal über den Spieltag gesprochen haben, haben uns sehr unterstützt dabei. Wir haben, und da möchte ich mich auch bedanken, mit den Kollegen vom BVB, Christian Hockenjoos, sein Team, gesprochen, wie die Derbys organisiert sind, auch vom Gastverein aus, ob es Dinge gibt, die wir berücksichtigen sollten. Unser Team war vor Ort auf Schalke, hat Besprechungen dort, was auch nicht selbstverständlich ist, bei der Entfernung begleitet,
mitgeführt, hat sich angeboten, auch gegenüber den Sicherheitsbehörden dort Erfahrungswerte eben auch zu teilen, wie dieser Spieltag möglichst eben problemfrei organisiert werden kann im Vorfeld. Das ist alles gut gelaufen. Dann gab es eine Allgemeinverfügung, die auf den Weg gebracht wurde und sehr, sehr ausführlich dargestellt hat nochmal, warum es zu dieser Allgemeinverfügung gekommen ist. Wir teilen das nicht alles. Und wir haben auch gegenüber der Polizeipräsidentin Frau Zur sehr deutlich gemacht, dass wir glauben, dass natürlich die Kommunikation, die Prävention, aber insbesondere auch die Verhältnismäßigkeit im Vordergrund stehen sollte bei der Organisation dieses Spieltages. Und das haben wir auch so wahrgenommen. In Zusammenarbeit mit Schalke 04, aber auch den Behörden vor Ort. Da kam dann zum Ende der Woche hin ein etwas, wie soll ich sagen, sensiblerer Ton rein. Der war durchaus kritisch gegenüber den Dresdner Anhängerinnen und Anhängern. Und darauf haben wir dann entsprechend reagiert, auch nochmal mit einem Schreiben an die zuständige Behörde, aus unserer Sicht eben das Polizeipräsidium, die den Einsatz ja auch leitet. Denn entscheidend ist immer, was passiert vor Ort. Und wenn ein Fanmarsch dort eben ausgeschlossen wird im Rahmen einer Allgemeinverfügung, dann gehört es zu unseren Aufgaben eben auch zu klären, was heißt das genau, weil wenn dort rund 500 Fans mit Bussen anreisen, dann müssen sie irgendwie vom Parkplatz ja auch ins Stadion kommen. Und die Vergangenheit lehrt, dass man dann eben sehr genau darüber sprechen sollte, und das ist auch in der Allgemeinverfügung, glaube ich, ein Stück weit dokumentiert, wo fängt ein Fanmarsch an und wo hört er eben auf. Aber wie gesagt, dort gab es auf Dresdner Seite überhaupt keine Schwierigkeiten am Spieltag, sodass wir dort grundsätzlich, abgesehen von dem, was eingangs passiert ist, und gestatten Sie mir da nochmal den Hinweis, ich glaube, ich muss das nicht immer wiederholen, ich tue es aber trotzdem, dass es keinerlei Legitimation für Gewalt gibt, egal aus welchem Grund. Derartiges, was dort zum Beispiel im Gästebereich vorgefallen ist, das verurteilen wir auf das Schärfste und werden auch alles tun, um dort im Rahmen unserer Möglichkeiten eben halt auch zur Aufklärung und zur Repression dann eben im Zweifelsfall auch beizutragen, wenn diese Aufklärung dann erfolgt ist. Vorher, denke ich, steht uns das nicht zu. Dann nehmen wir Anteil und versuchen eben zur Aufklärung auch beizutragen. Ja, das vielleicht dazu. Ich hatte eben über Verhältnismäßigkeit gesprochen und gestatten Sie mir da noch einen Hinweis. Ich glaube, dass die Vorverurteilung, die zum Teil in der Allgemeinverfügung zumindest mitschwang, und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die dann am Spieltag letztendlich zum Teil ergriffen wurden, in der Sache nicht dienlich sind. Und umso mehr gebührt allen Beteiligten nochmal auch unser Dank, dass dann am Ende eben halt doch der Spieltag so stattfinden konnte. Also ein Riesenfußballfest gefeiert werden konnte, was leider nicht sportlich nicht zu unseren Gunsten ausgegangen ist, so sehr wir uns auch dort gemüht haben. Das wird ja Gegenstand, denke ich, der nachfolgenden Pressekonferenz sein. Möchte ich auch gar nicht weiter hier kommentieren, aber eben halt, dass die Atmosphäre im Stadion, das war schon einzigartig, ja, und das nach so langer Zeit, und umso wichtiger ist es mir nochmal hervorzuheben, wie diszipliniert die Fans eben dort wirklich auf dem Weg zum Stadion waren und auch die Maßnahmen haben geduldig über sich ergehen lassen, möchte ich fast schon sagen, und tue es auch, die dann auf sie gewartet haben, als die vier Busse, die angereist sind aus Dresden, aber auch viele Einzelmaßnahmen, die stattgefunden haben, so wie unser Team, das vor Ort war. Wir waren mit fünf Leuten vom Medienteam da, wir waren mit 40 Ordnern vor Ort. Wir hatten 10 Fanbetreuer vor Ort, das Fanprojekt Dresden war vor Ort, und selbst diese Leute, die von uns angereist sind, die namentlich bekannt sind, die Fahrzeuge sind mit Kennzeichen gemeldet, wurden entsprechenden Kontrollen unterzogen. Und das ist dann schon im Sinne der Verhältnismäßigkeit zu hinterfragen. Und was bei unseren Fanbussen passiert ist, da mache ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, ganz persönlich auch dran. Denn die Leute dort über Stunden festzuhalten auf diesem Parkplatz, obwohl bekannt war, dass die Busfahrer ihre Ruhezeiten auch einhalten müssen, die diese Busse halt gelenkt haben, sogenannte Lenkzeiten sind einzuhalten. Das alles hat dazu geführt, auch die Art und Weise, wie dort kontrolliert wurde, dass die Busse nicht parallel abgefertigt wurden, sondern eben nacheinander.
dass unsere Fans nur einzeln einen Bus verlassen durften, um zum Beispiel so triviale Dinge wie eine Notdurft, die rein menschlich ist, zu verrichten. Das sind schon Dinge, darüber muss man auch mal nachdenken, was die Verhältnismäßigkeit angeht. Ich will die Maßnahmen an sich gar nicht in Zweifel ziehen. Dafür gab es sicherlich Gründe, ob man die dort draußen an der Autobahn machen musste oder ob man die nicht hätte auch am Stadion machen können. Bei allen Bedenken, die dort von der Einsatzleitung dann im Zweifelsfall bestanden, das gilt es gegebenenfalls eben auch noch mal in einer Nachbetrachtung, so wie wir sie hier in Dresden ja auch machen, mit den zuständigen Behörden für Ordnung und Sicherheit dort auch noch mal auf Gelsenkirchen vielleicht zu überlegen, ob das dann so dienlich der Sache ist. Umso mehr, muss ich sagen, gebührt es eigentlich den dort anwesenden Anhängerinnen und Anhängern, den Fans von Dynamo Dresden, Respekt zu zollen, dass sie das so mitgemacht haben, immer mit dem Ziel und das nicht aus dem Auge verloren haben, eben halt pünktlich im Stadion zu sein. Das waren sie dann auch noch, auch wenn es kurz vor knapp war, und eben halt ihre Mannschaft leidenschaftlich zu unterstützen zu können und das dann auch friedlich. Soweit wir das eben auch beurteilen können, können wir das Fazit der Polizei, der Landespolizei Nordrhein-Westfalen eben dann auch teilen, dass es eben über alles gesehen eben weitgehend dem entsprach, was man sich unter einem friedlichen Fußballfest dann eben auch versteht. Und es war ja dann auch sehr stimmungsgeladen, auch wenn eben halt, wie gesagt, in der Vorbereitung bzw. der Hinführung zum Spieltag und respektive am Spieltag das eine oder andere hätte aus unserer Sicht deutlich besser laufen können. Wir haben das am Spieltag ganz bewusst nicht kritisiert, auch nicht über unser Kommunikationsteam. Sie wissen, wie das ist. Sie sind mitten im operativen Spielbetrieb und schaut man halt, dass man das vernünftig alles koordiniert bekommt, dass man das Ergebnis zählt, dann eben halt die Leute dann im Stadion zu haben, und alles andere kann man nach meinem Dafürhalten dann in Ruhe eben auch besprechen und dann Lösungen zuführen. Und entscheidend ist, dass wir das in der Zukunft dann besser hinbekommen. Völlig unabhängig von Gelsenkirchen, wie gesagt, keine bloße Kritik jetzt an den Einsatzkräften dort, sondern im Gegenteil, unterm Strich muss man sagen, war es eine gute Kommunikation der Vereine, gute Kommunikation mit der Landespolizei. Und am Spieltag, würde ich sagen, ging es dann um so Fragen wie eben halt die Verhältnismäßigkeit, die eben bei Maßnahmen sehr, sehr wichtig ist. Ja, und das ist eben das, was man daraus, glaube ich, lernen kann, dass man dort noch enger im Austausch ist und sich eben halt verständigt darauf, wie die aktuelle Situation ist. Man sollte nie vorverurteilend oder generell eben halt mit einem Vorurteil unterwegs sein, sondern immer schauen, wie ist die Situation gerade im Moment, gerade hier in Dresden. Es hat sich viel getan in den letzten Monaten, das muss man einfach auch mal konstatieren. Und das alles dem entsprechend Rechnung tragend sollte man eben schauen, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Und da nochmal danke an alle Fans, die das richtig gut gemacht haben, und auch nur die es richtig gut gemacht haben an der Stelle. Dafür sind wir sehr dankbar und zollen Respekt. Und über alles andere werden wir im Nachgang weiter mit den zuständigen Behörden sprechen. Wichtig ist aber auch, glaube ich, dass wir, ich jetzt sicher nicht Monolog halte, ich hatte immer viel darum, dass man miteinander spricht und nicht nur schreibt im Zweifelsfall, wie es auch im Vorfeld solcher Spiele eben oftmals passiert. Deswegen suchen wir nicht nur den Dialog jetzt nach Gelsenkirchen, sondern auch zu Ihnen an der Stelle. Und ja, Ronny, das vielleicht so von meiner Seite. Jürgen, vielen Dank für deine Einschätzung und die Analyse, das Fazit zum Schalke-Spiel. Zahlenmäßig kann man noch sagen, dass insgesamt knapp 4.400 Dynamo-Fans im Gästeblock waren. Und mit den Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem Dynamo-Land, die sich so noch in der Arena verteilt haben, gehen wir von circa knapp 5.000 SGD-Fans aus, die am Samstagabend in Gelsenkirchen dabei waren. Wie gesagt, auch die Mannschaft hat diese positive, stimmungsvolle, leidenschaftliche Unterstützung sehr geschätzt. Und wie Jürgen, wie du schon eben gesagt hast, wir würden die Runde gerne öffnen. Gibt es von eurer Seite Fragen? Ich sehe, den Anfang macht Stefan Schramm von der DNN. Bitte schön. Herr Wellens, Sie hatten das Polizeifazit schon angesprochen. Da stand unter anderem drin, dass wohl auch einer der Verdächtigen von der Aufstiegskrawalle im Mai dort irgendwie angetroffen wurde oder identifiziert wurde. Können Sie da noch irgendwie was zum Stand sagen, was da die Aufarbeitung jetzt angeht?
Konkret nicht zu diesem Fall. Wir hatten jetzt heute noch keinen Kontakt. Ich war gestern bei einer DFL-Tagung in Frankfurt. Muss sagen, ich war auch zeitlich nicht so gut verfügbar. Unsere zuständigen Leute, Norbert Gebauer, der Sicherheitsbeauftragte, stehen da aber im Kontakt, um wie gesagt nicht nur was die Verletzten angeht, sondern eben auch diese Fragen, weitere Erkenntnisse zu haben. Ich glaube, ein großes Problem, ich will es gar nicht Problem sagen, weil es ist offensichtlich Teil der Ermittlung, ist eben im Moment immer noch, dass ein konkreter Abgleich von Reisenden zum Beispiel stattfindet bei Auswärtsfahrten mit den festgestellten oder eben noch nicht identifizierten Tätern, Straftätern, denke ich, zum großen Teil vom 16. Mai. Und da findet ein Abgleich statt. Wir wissen das aber auch nur letztendlich jetzt, so wie Sie es gerade geschildert haben. Nähere Informationen haben wir noch nicht. Gibt es weitere Fragen? Als nächstes bitte Sven Geißler von der Sächsischen Zeitung. Herr Wieland, zu dieser Maßnahme mit den Bussen. Waren Sie da in irgendeiner Form dann informiert, involviert und diente die denn dem Ziel, so ist mein Eindruck, eben jeden Fanmarsch zu verhindern, auch dass diese 500 sind ja schon eine ganz schöne Masse und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass das manchmal dann eben auch 3, 4, 5 Leute reichen oder 50, die dann für den anderen Eindruck sorgen. Wie ist das konkret abgelaufen und wie waren Sie konkret involviert? Und die zweite Frage stelle ich gleich noch mit, da muss ich nicht nochmal dann das Mikro nehmen. Was ist denn konkret passiert seit in den letzten Monaten? Sie haben gesagt, da ist viel passiert, wo man die Lage hätte anders bewerten können. Da würde mich der konkrete Ansatz interessieren. Ja, also auf jeden Fall. Also wir standen im direkten Kontakt. Es war ja so, dass die Busse waren besetzt mit einer bunten Mischung aus Dynamo-Fans. Das waren sowohl Anhänger der organisierten Fanszene, aber auch, sag jetzt mal, obwohl das dem nicht gerecht wird, normale Fans, also nicht organisierte in dem Zusammenhang. Das Fanprojekt war mit auf den Bussen als Begleitung und es waren sogar Gremienmitglieder von Dynamo Dresden auf den Bussen, die sich auch diesen Kontrollen entsprechend unterziehen mussten, sowie eben auch, ich sag mal, wie gesagt, gekennzeichnete Fahrzeuge mit Wolfsburger Kennzeichen, die 1:1 erkennbar waren als Dynamo Dresden Vereinsfahrzeuge. Auch die mussten sich ausnahmslos diesen Kontrollen unterziehen, auch wenn das nicht im Kontext der Busse jetzt war. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass der Rahmen oder der Hintergrund, der Kontext eben sehr weit gefasst war, was vielleicht auch den 16. Mai angeht. Wir standen im direkten telefonischen Kontakt, einerseits natürlich unsere Fanbetreuer mit dem Fanprojekt, als auch die Gremienmitglieder mit mir zum Teil, dass wir telefoniert haben und wir haben uns eben dagegen entschieden, jetzt über das Medienteam vor Ort Wasserstandsmeldung zu geben oder gar die Maßnahmen irgendwie zu kommentieren. Das haben wir ausdrücklich gemacht, um da jetzt wirklich keine Irritation reinzubringen. Also das haben wir auf jeden Fall getan. Und unser Fokus lag darauf, die Leute halt pünktlich ins Stadion zu kriegen. Das war alles, was wir wollten. Kurze Nachfrage, wie ist das dann tatsächlich passiert? Ich habe gehört, mit Shuttlebussen, also nicht mit den Bussen, in denen Sie gesessen haben bis Gelsenkirchen. Ja, Geißler, das ist eben genau das. Es gab so bei diesem Einsatz sehr, sehr unterschiedliche Wasserstandsmeldungen. Also was passiert ist eigentlich wirklich konkret? Wir gingen eigentlich auch davon aus, dass, so war unser Informationsstand, dass separate Busse kommen und die Fans geschuttelt werden. Es war dann aber so, dass die Busse dann doch weitergefahren sind nach Gelsenkirchen. Wir versuchen gerade noch zu klären, wie dann das ganze Thema weiterging. Also wir wissen, dass die Fans pünktlich abgefahren sind nach dem Spiel und auch passend mit unseren Ordnern auch in Dresden angekommen sind. Also irgendwann gegen, ich glaube, 5:30 Uhr morgens waren alle die von Gelsenkirchen aufgebrochen sind, dann auch wieder in Dresden angekommen. Das hat dann alles reibungslos funktioniert. Da gab es also keine Probleme. Über die genauen Entscheidungen muss man sagen, am Spieltag waren wir dann auch nicht eingebunden. Also da war es dann so, dass wir zwar eine Schnittstelle hatten zur Landespolizei, sowohl das Medienteam als auch die Fanbetreuer hatten entsprechende Schnittstellen und die einzelnen Sicherheitsbesprechungen, die dann am Spieltag laufen, haben das auch nicht unmittelbar so hergegeben. Also wie gesagt, da gab es dann auch unterschiedliche Stände. Das passiert auch an so einem Spieltag.
ein Stück weit auch normal, dass man sich umentscheidet, wenn es der Sache dienlich ist. Kann sein, dass die Shuttlebusse nicht rechtzeitig da gewesen wären. Da muss man ja dann sagen, auch im Sinne der Sache gut, dass man dann mit diesen Bussen gefahren ist, die Möglichkeit geschaffen hat und alle pünktlich im Stadion waren. Denn das war, das kann ich immer nur sagen, von Anfang an das erklärte Ziel. Und das bringt mich dann zu dem 16. Mai ein Stück weit eben auch. Schauen Sie, wir haben ja im Juni bereits den Vorschlag unterbreitet, seinerzeit im Kriminalpräventiven Rat, aber auch davor bei den vielen Gesprächen. Ich habe das alles aufgezählt, hoch und runter, auch neulich in der Anhörung bei der Landeshauptstadt, was wir alles gemacht haben. Und unser Vorschlag ist eben so eine Art Allianz, Stadionpartnerschaft gegen Gewalt auch zu bilden. Also wir haben hier in Dresden keinen öffentlichen Ausschuss Sport und Sicherheit, wie ihn das NKSS vorsieht, übrigens seit den 90er Jahren vorsieht. Aber hier etwas zu schaffen, eine Institution, eine Art runden Tisch, wie immer wir es nennen wollen, eine Plattform eigentlich, auf der man sich austauscht, rund um die unterschiedlichen Perspektiven, Interessen der Teilnehmer an so einem Spieltag. Und da spielen nun mal die Fans eine zentrale Rolle. Wir machen Fußball für Menschen und das ist kein Selbstzweck, den wir fürs Fernsehen machen oder dergleichen, sondern wir machen Fußball für Menschen, also insbesondere hier in Dresden. Und da ist es doch wichtig, die Perspektive der Fans zu kennen und zu verstehen. Und da kann so eine Stadionpartnerschaft, so eine Allianz gegen Gewalt eben halt auch sehr dienlich sein. Das ist einer dieser Vorschläge, den wir entwickelt haben. Das heißt, das ist auch schon konzeptionell untersetzt mit konkreten Maßnahmen, was wir uns dort vorstellen. In der Vorbereitung auf Schalke 04 haben wir am Donnerstag am Rande der Sicherheitsbesprechung für das Spiel morgen, das Pokalspiel, unter anderem eben auch mit den Behörden hier vor Ort, der Einsatzleitung, als auch den szenekundigen Beamten über Schalke 04 gesprochen. Wie können wir uns vorbereiten? Was ist eure Kenntnis? Gibt es noch etwas, was wir aktiv tun können, um diesen Spieltag noch besser vorzubereiten? Und wir haben dort auch gemerkt, wie du, als die Allgemeinverfügung während dieser Besprechung kam aus Gelsenkirchen, wir ja auch verfolgt haben, wie die Welle hochging in den sozialen Medien. Denn die Aussagen, die dort getroffen waren, waren zumindest, was die Wortwahl angeht, aus unserer Sicht unglücklich. Wenn dort eine Art Vorverurteilung stattfindet, nicht im Konjunktiv, es könnte passieren, sondern es wird passieren, dann ist das nicht gut. Und wir haben dann über so Grundsätzlichkeiten gesprochen und sehr schnell gemerkt, dass eben halt diese unterschiedlichen Perspektiven nicht hinreichend bekannt sind. Und da sollte man dann eben halt im Rahmen eines solchen runden Tisches, so einer Plattform, glaube ich, permanent im Austausch sein. Und das hilft dann, glaube ich, wenn es akut ist, wenn es darum geht, einen konkreten Spieltag vorzubereiten oder eben halt bestimmte Maßnahmen abzuwägen und im Zweifelsfall eben auch abzustimmen. Und hier war es eben so, dass wir im Ergebnis der letzten Monate und den vielen Gesprächen, die wir ja nicht nur mit Behörden für Ordnung und Sicherheit führen, sondern eben auch mit der Fanszene. Es gab, ich weiß nicht, wie viele runde Tische, das sogenannte Turnustreffen, was dem Namen nach natürlich ordentlich stattfindet, in den letzten Monaten aber sehr oft auf außerordentlich stattgefunden hat. Und zwar in verschiedenen Konstellationen, mit der sportlichen Leitung auf der einen Seite, aber auch den Leuten, die für den Spielbetrieb verantwortlich sind, die wiederum in meinem Bereich dann eben halt angesiedelt sind. Und wir merken ja einfach, wie wichtig es ist, da im Austausch zu bleiben und zu sein. Deswegen sage ich auch, werde auch nicht müde zu sagen, dass eben Kommunikation, Prävention, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen immer wieder im Fokus stehen sollten. Und zwar immer aktuell, passend zur Situation und nicht so verallgemeinernd. Und abschließend vielleicht nochmal die Schleife zu fliegen. Großes Verständnis für die Kollegen bei Schalke 04 und für die Sicherheitsbehörden, die Organe in Gelsenkirchen. Es war eine ganz besondere Situation. Krisen sind immer dadurch gekennzeichnet, wie auch eben Covid-19-Pandemie, dass eben nichts normal ist. Und so war dieser Spieltag wahrscheinlich in der Vorbereitung auch nicht normal. Und wir kennen uns mit sowas aus und sind vielleicht durch die Arbeit der letzten Monate ein bisschen mehr sensibilisiert an der Stelle. Das mag sein. Ja, aber das vielleicht so als Klammer um dieses beides nochmal. Und glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Nur ich glaube, es sollte jetzt auch nach der Rückschau wirklich nach vorne gehen, dass wir gerade nach der letzten Anhörung bei der Landeshauptstadt wirklich konkrete Maßnahmen eben halt auf den Weg bringen.
Das wäre uns wichtig, jetzt 5-6 Monate nach dem Ereignis. Denn es ist nach wie vor so, dass die richtigen Schlüsse, die daraus gezogen werden können, und dort hat ja Michael Gabriel gerade von der COS, der zentralen Koordinationsstelle für die Fanprojekte in Deutschland, vieles gesagt, was, glaube ich, sehr wichtig ist aus der nationalen Perspektive auf Dresden. Und die Arbeit, die hier gemacht wird im Bereich Ordnung, Sicherheit, Prävention, das halte ich auch für sehr wichtig, was er da zum Ausdruck gebracht hat. Und in diesem Kontext sollten wir jetzt auch die nächsten Monate angehen und konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen. Sven, Frage soweit beantwortet? Ja. Dann schaue ich in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Patrick Franz, bitte, von der BILD. Herr Wehlen, meine Frage wäre nochmal, die Fanbetreuer, haben die in der letzten Zeit eigentlich generell auch mal eine Rückmeldung gegeben, wie sich die Fanszene vielleicht jetzt auch nach Corona anders verhält, ob sich in gewisser Art und Weise vielleicht die Corona-Auflagen irgendwie zu einer Emotionalisierung der Fanszene beigetragen haben, nachdem ja so eine lange Abstinenz war, natürlich gerade auch mit dem Blick auf den 16. Mai, wo die Ausfälle ja schon heftiger waren, als wir das vor Corona kannten zuletzt. Ja. Also ganz wichtige Frage, da bin ich Ihnen wirklich dankbar für. Es ist ja so, schauen Sie in der Aufarbeitung, wir haben das, und nicht im Sinne bitte besserwisserisch, sondern wir haben ja schon im Mai gesagt, wir glauben, dass neben den vielen Fehlern, die gemacht wurden von allen Seiten, dass hier eine Entwicklung zutage getreten ist, die vielleicht gar nicht so sehr etwas mit dem Fußball als solchen zu tun hat, sondern gesamtgesellschaftliche Prozesse und Situationen widerspiegeln. Und ich glaube, im Zuge der Aufarbeitung sind auch alle Beteiligten, soweit ich das beurteilen kann, zu diesem Schluss gekommen. Das finde ich mal wichtig festzustellen. Nichtsdestotrotz ist die Fußballszene, ob organisiert oder nicht organisiert, auch in einer Art Umbruch oder in einer besonderen Situation. Denn die gesamte Kommunikation basiert ja im Wesentlichen auf den Spieltagen. Schauen Sie, die organisierte Fanszene hat aus zum Beispiel finanziellen Gründen ihren Treffpunkt aufgeben müssen, weil sie ihn nicht mehr bewirtschaften konnten. Das heißt, da ist was ganz Wichtiges verloren gegangen. Es gibt bei Dynamo Dresden keine Vereinsheimat in dem Sinne, wo Fans sich treffen können, auch dort eine Plattform, also auch räumlich, wo man sie zusammenführen kann. Ganz wichtige Aufgabe auch für uns, gemeinsam dort zu schauen, wie können wir das machen. Also auch unsere Kommunikation hat extrem gelitten, weil die findet nun mal an Spieltagen statt. Ich werde nicht müde, den auch zu erklären, die alte Vereinswelt, so wie ich sie kenne von Empor Tabak oder TSG Bühlau, wo man früher gespielt hat, die gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Ja, die Profivereine haben dort eine Aufgabe, sicherlich eine große Herausforderung, die ist durch Corona nochmal extrem unter Druck geraten. Zeitgleich findet in den Fanszenen in Deutschland, möchte ich fast sagen, auch so ein Umbruch gerade statt, der auch allgegenwärtig ist. So kommt es eben auch dort zu, ich sag mal, will nicht sagen zufälligen, aber nicht konzertierten Aktionen, die stattfinden. Das heißt, diese Szene in ihrer Struktur ist in Bewegung und auch diese muss ich wieder finden, dort zu diesen alten Strukturen in Anführungszeichen zu kommen, aber auch die Kommunikationsstrukturen und Abläufe wiederzufinden. Und das ist ja auch deutlich geworden, insbesondere mit dem 16. Mai, dass das eben eigentlich weniger etwas mit einem organisierten Spieltag zu tun hatte, sondern eher mit einer, ich würde schon fast sagen, Demolage, wo zumindest die Kommunikationsstrukturen bezüglich eines Fußballspiels nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Ja, und das war jetzt am Spieltag zum Beispiel ganz anders. Ja, da stand man konkret in diesen Kommunikationsabläufen. Jeder wusste zumindest, unabhängig von den Bussen, die dann doch andere waren, als wir sie erwartet haben am Stadion, was wird der nächste Schritt sein, was ist geplant, wie kann man darauf reagieren, sodass das Ergebnis am Ende eben passt, unabhängig von den Dingen, die am Rande noch leider Gottes passiert sind und die wir auch verurteilen. Aber da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ein Prozess, der stattfindet, wo wir versuchen natürlich als Verein mit den Fanbetreuern auch entsprechend an der Frau und am Mann zu sein, dass wir dort, soweit wir es können, das eben unterstützen, diese Prozesse, dass wir wieder dorthin kommen und diesen engen Austausch pflegen. Soweit es uns möglich ist, haben wir jetzt bei dem Spiel gegen Schalke, gesehen, dass es funktioniert. Also es wird von Spiel zu Spiel besser. Und gestatten Sie mir noch einen Hinweis.
Wenn wir uns mal die Entwicklung anschauen im Rudolf-Habig-Stadion, die aktive Fanszene war im B-Block, sie ist dann wieder rübergewandert in den K-Block. Das war ein enges Zusammenspiel einerseits der Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben und auf der anderen Seite aber eben auch mit der aktiven Fanszene, die nochmal sehr deutlich gemacht hat, und zwar nicht beim Spiel gegen Werder Bremen. Dort hat sie dann gezeigt, wozu sie in der Lage ist, wenn man sie mitnimmt, wenn man sie einbindet, wenn man in diesem Dialog mit ihnen ist und verdeutlicht, warum die eine oder andere Maßnahme eben sinnvoll ist. Aber am Tag davor hatten wir unten einen Riegel, also war faktisch die Tribüne von oben nicht ganz bis unten gefüllt. Und das war eben ein deutliches Signal an alle Beteiligten, da nehmen wir uns gar nicht aus, an alle Beteiligten auch nochmal zu sagen, über unseren Kopf hinweg ist nicht der richtige Weg, sondern gemeinsam können wir das organisieren. Und das fand ich auch ein sehr wichtiges Signal, was sie dann gegen Bremen gesendet haben, dass eben dann der Block ordentlich befüllt war. Und wir jetzt eine Situation haben, alle gemeinsam irgendwo, die eben dienlich ist, dass wir auch morgen vor ausverkauftem Haus, also mit 16.000 Zuschauern im Rahmen unserer Möglichkeiten, eben halt spielen. Und dieser Dialog ist eben sehr wichtig, um auch diese Maßnahmen zu verstehen. Denn schauen Sie, wir waren jetzt auf Schalke und dort waren 54.000 Fans, zumindest verkaufte Tickets. Wie viele wirklich im Stadion waren, weiß ich nicht. Aber es war schon beeindruckend. Und dass dort die Sitzplatzbereiche komplett verkauft werden können unter 3G und die Stehplatzbereiche zu 50%, das muss man auch den Fans mal irgendwie ja kommunizieren, warum es in Sachsen anders ist. Die Kollegen aus Leipzig haben versucht, dort einen Vorstoß gemacht. Wir standen da auch im Austausch zu. Es hat nicht funktioniert. Sie gehen jetzt, glaube ich, zum Spiel gegen Paris auf 2G, was für uns kein Thema ist. Wir werden, soweit es uns möglich ist, bei der 3G-Variante bleiben, wissen, dass das wirtschaftliche Restriktionen eben auch hat. Wir verlieren dadurch Geld, aber wir haben halt eine Haltung zu dem Thema. Das haben wir ja auch schon deutlich gemacht, die auch in unserem Leitbild dokumentiert ist. Und, aber es geht nichts an diesem Dialog vorbei. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und das ist eben deutlich geworden, glaube ich, beim Spiel gegen Werder Bremen zu Hause, aber jetzt Gelsenkirchen, Schalke 04 auch auswärts. Ja. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet. Okay. Ist alles beantwortet, Patrick? Ja. Auch das Angebot der öffentlichen Trainings ist in letzter Zeit wieder deutlich ausgebaut worden. Wir hatten in der vergangenen Woche, erste Herbstferienwoche in Sachsen, spezielles Trainingsangebot für Trainingsöffnungen für Kinder und Jugendliche. Oma und Opa, Eltern waren hier. Das war echt ein schöner Rahmen und ist auch etwas, was jetzt auch nach der englischen Woche, in der englischen Woche ist es schwer, aber auch darüber hinaus wieder angeboten wird. Öffentliche Trainings in der AOK plus Walter Fritsch Akademie, das gehört zu Dynamo, das gehört zu unserer Sportgemeinschaft einfach dazu. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für eure Zeit. Wenn weitere Fragen zu dem Thema offen sind, kontaktiert uns gern. Und dann wünschen wir noch eine schöne Woche. Bis bald und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Dankeschön.